Hallo und herzlich willkommen zur Traumflieger Makrowelt. Heute geht es um einen echten Kracher, nämlich um das M-Zuiko Olympus M-Zuiko 300 F4 hier schon zu sehen. Ein Kracher, weil es ist nicht ganz billig, es ist auch nicht ganz leicht, aber es bringt eine Top-Leistung. Hier möchte ich aber vor allem auf den Nah- und Makrobereich näher eingehen für das 300 F4. Ja, schauen wir uns das Objektiv etwas näher an. Hier haben wir eine integrierte Streulichtblende, die kann ich natürlich auch arretieren hier vorne, so dass sie fest sitzt, aber ich kann das Teil natürlich auch zurückziehen. Dann haben wir hier einen Fokussierring, also ich kann ihn nach vorne drücken. Dann haben wir den Autofokusbetrieb, ziehe es zurück, bin ich im manuellen Fokusbetrieb. Und ja, das kann etwas gewöhnungsbedürftig sein, wenn man das versehentlich verstellt hat, dann kommt man an manche Funktionen an der Kamera nicht ran, weil man im manuellen Fokus ist, aber da gewöhnt man sich dran, ist sehr leichtgängig und angenehm. Dann haben wir hier einen breiten Fokussierring, hier alles in Metall gefasst. Und hier haben wir dann einen Fokussierbegrenzer von 1,40 m bis 4 m. Den vollen Bereich von unendlich bis 1,40 und von 4 Meter bis unendlich der eingeschränkte vordere Fokussierbereich. Dann haben wir einen optischen Bildstabilisator, den kann ich ein- und abschalten. Und dann haben wir hier eine Funktionstaste, LFN-Funktionstaste, funktioniert natürlich nur bei Olympus, kann ich verschiedentlich belegen, zum Beispiel auch eins der vier Custom-Programme drauflegen. Wir haben hier ein Metallbajonett auf der Kamerarückseite und wir können natürlich auch einen der beiden Telekonverter benutzen. Also Telekonverter-Kompatibilität ist vorhanden. Vorne haben wir einen 77 mm Filteranschluss, da gehe ich gleich noch ein bisschen drauf ein. Hier habe ich schon einen Anpassungsring drauf gesetzt, weil ich auch gleich mit Raynox Nahlinsen operieren möchte. Und hier haben wir eine Stativschelle, die kann ich auch abnehmen, wenn ich möchte. Oder ich kann sie mir so hindrehen, dass ich das Objektiv zum Beispiel an zwei Fingern transportieren kann, also der lässt sich dann auch so drehen, dass er mich nicht großartig nervt. Aber schauen wir uns das Objektiv von den technischen Daten und vom Preis einmal in der Preissuchmaschine bei Idealo näher an. Wenn ich das Teil hier montiert habe und die Stativschelle auch zurückgedreht habe, dann schauen wir einmal hier bei Idealo auf die Preissuchmaschine einmal näher rein. Ja, also wir haben 10 Gruppen und 17 Elemente, 9 Blendenlamellen, also die Sonne, wenn man abblendet, wird sehr angenehm zerstrahlen. Dann haben wir weiter unten, ja, eine Nanovergütung haben wir drauf, ED-Linsen sind dabei und wir haben eine Baulänge von 22,7 cm, also ziemlich lang gebaut, 9,3 cm im Durchmesser und 1,475 kg ist das Gewicht, also ein echtes Schwergewicht kann man sagen, das M-Zuiko 300 F4. Ja, schauen wir mal auf die Preise. 2600 Euro, rund 2599, das liegt dann bei der UVP bei einigen Anbietern. Drunter ist es neu nicht zu kriegen und ja, 2600 Euro ist also der ausgerufene Preis und ja, das ist natürlich saftig für ein M-Zuiko 300 F4 hier bei Idealo in der Preissuchmaschine. Ja, das Objektiv habe ich schon vor einer ganzen Zeit mal ausgemessen mit der Lumix G9. Die hat ja auch 20 Megapixel, genau wie die OM1 hier. Die OM1 ist das letzte Olympus-Modell, brandneu rausgekommen, aber an der Lumix G9 habe ich das Objektiv ausgemessen. Und ja, das können Sie hier sehen. Ich komme auf eine
Durchschnittliche Linienauflösung von 2890 Linien in der Bildhöhe und das ist ein Rekordwert, auch angesichts der neueren Auswertung, die ich kürzlich gemacht habe. 5 Standardzooms habe ich ja neu ausgemessen. Da habe ich als Maximalwert 2866 am Lumix 1235 f2,8 ausgemessen oder im letzten Video habe ich ja das 12 bis 100 F4 des Olympus mit 2852 Linien sehr ähnlich ausgemessen, aber hier haben wir 2860 Linien, 2890 Linien und damit haben wir einen Rekordwert erreicht, den absoluten Rekordwert und das habe ich an der Lumix G9 sogar noch ausgemessen. Ich schätze mal, wenn ich ihn an der OM1 ausmesse, würde ich noch einen kleinen Tick mehr an Auflösung erreichen. Das vermute ich zumindest. Also ein Top-Wert. Zentrale Schärfe ist spitze, aber ich kriege an der G9 keinen Maximalwert hin. 3300 Linien ist so das Maximum. Aber das ist dann auch durchgehend bis in den Randbereich erreichbar, also 3300 Linien, das erreiche ich dann auch weitestgehend im Randbereich und das Objektiv ist also bei Offenblende schon hervorragend und steigert sich auf 5,6 bis in den Maximalwert und dann weiter abgeblendet bei F11 zum Beispiel oder F16. Da kriegt man natürlich Beugungsunschärfen, da lässt es dann natürlich nach. Aber es ist auch durchgehend im Bildzentrum, im erweiterten Zentrum und im Randbereich praktisch identisch scharf. Es liegt natürlich an einer größeren Brennweite und dass das Objektiv so hochwertig ausgelegt ist, dass wir hier also eine sehr konstante Qualität erreichen können. Ich war vor einiger Zeit im letzten Jahr mit Olaf im Harz und habe da eine Makrotour durchgeführt und da habe ich das 300 F4 mit Vorsatzlinsen benutzt und zwar an Schleimpilzen und zwar habe ich da auch ein Mikroskopobjektiv, ein Plan X4-fach vorgesetzt und habe dann mal versucht, wie ich da abschneide. Ich habe allerdings kein Kunstlicht eingesetzt und hatte nicht so sehr viel Licht und bin dann auf eine Drittelsekunde Belichtungszeit gekommen. Und das ist schon sehr grenzwertig für Naturmotive, selbst wenn sie ruhig sind. Und hatte den Eindruck, dass die Bildschärfe im Detail noch einen Tick höher ausfallen könnte. Hier bei den drei orangenen Schleimpilzen kann man sehen, bei 100% Ansicht könnte noch einen Tick mehr Schärfe bekommen. Oder bei diesen Schleimpilzen hier, da habe ich also auch das Mikroskopobjektiv, das Plan X4-fach davor gesetzt und habe eine Drittelblendenstufe oder eine Drittelsekunde als Belichtungszeit genutzt und da hätte ich noch mehr und eine kürzere Zeit verwenden können, um dann noch mehr Detailschärfe rauszukitzeln. Ja, das ist jetzt hier nicht ganz geglückt. Da hätte ich vielleicht auch Kunstlicht einsetzen sollen, um die Belichtungszeit zu verkürzen. Aber ich habe es nur in einer Drittelsekunde durchgeführt und bin dann nicht so ganz glücklich mit den 100% Ergebnissen geworden. Aber jetzt möchte ich einmal das Objektiv hier mit verschiedenen Nahlinsen und Mikroskopobjektiven einmal vorstellen an der brandneuen OM1, die ist ja rasend schnell. Und zwar habe ich hier einen Anpassungsring eingedreht, der ist von 77 auf 58 mm, weil ich hier eine Rennox DCR 150 einschnappen lasse. Da ist ja so ein Schnappmechanismus, der braucht dann also hier 58, der geht bis 62 mm, aber 77 würde er nicht schaffen. Also habe ich hier einen Anpassungsring eingedreht und kann sie jetzt einschnappen lassen. Ist auch vignettierungsfrei, das liegt natürlich an der großen Brennweite und möchte jetzt einmal eine Messung mit 100 Aufnahmen beim Fokusabstand von 4 hier bei mir im Lighting Case auf dem bekannten Rüsselkäfer durchführen und da einmal die Messung ausmessen.
4,32 Sekunden und das macht 23,15 Sekunden. Das ist eine Spitzenleistung von der Geschwindigkeit her. Es ist der bisher höchste Wert, wenn ich das 40, 150, 2,8 mal außen vor lasse. Da bin ich auf 41,7 Bilder pro Sekunde gekommen. Aber von den Aufnahmen, die ich kürzlich gemacht habe, von den 5 Standard-Zooms oder dem 12-100 F4, es ist der schnellste und der höchste Wert. Da bin ich auf 21,7 Bilder pro Sekunde als Maximum gekommen am Leica 1260 2,8 bis F4. Und hier komme ich auf 23,15, also knapp 2 Sekunden nochmal schneller. Ja, das ist natürlich ein Top-Wert. Auch die Detailschärfe gefällt mir prima. Jetzt will ich das Ganze mal mit einer Renox DCR 250 durchführen, also eine Stufe mehr an Vergrößerung. Hier mit dem 250er eben bin ich ja so ungefähr auf 12 cm Frontlinsenmotiv herangekommen. Jetzt komme ich so auf rund 9 cm ran, also ich kann die Abbildungsgröße noch vergrößern. Da machen wir also auch die Messung der Geschwindigkeit und dann verrechne ich das Ganze mit Helikon Focus Pro. Ja, die Geschwindigkeit ist natürlich identisch, 4,32 Sekunden und 23,15 Bilder pro Sekunde, also die Geschwindigkeit ist natürlich identisch. Und ja, die Qualität gefällt mir auch, bei Offenblende 100% Ansicht, ja, gute Qualität, wie ich finde. Das ist alles soweit in Ordnung und jetzt will ich das Ganze mal mit dem Plan X Vierfach Mikroskop Objektiv durchführen. Das hat auch so einen Snap-Mechanismus und das Mikroskop Objektiv kann ich also hier auch einkoppeln und das Ganze hier einmal ausgemessen und dann schauen wir auch mal auf die Verrechnungsqualität.
Ja, ich bin jetzt hier in einen sehr hohen ISO-Wert reingeraten, weil das Objektiv von Haus aus bei Auto-ISO mit einer 640. Sekunde arbeitet und da wird dann ein sehr hoher ISO-Wert genommen, eine 80.000, das ist natürlich ein sehr extrem hoher ISO-Wert. Das habe ich natürlich jetzt, um die maximale Geschwindigkeit zu ermitteln, mal so gelassen. Die 100 Aufnahmen, da bin ich bei 5,26 Sekunden mit 19,01 Bilder pro Sekunde, etwas langsamer als bei den bei der Renox DCR 150 oder 250. Und dann habe ich aber, weil die Schärfentiefe mit dem Mikroskopobjektiv nicht ausreichte, bin ich dann auf 300 Bilder, habe ich mich erhöht und da bin ich dann auf knapp 42 Sekunden gekommen von der Belichtungszeit. Das liegt natürlich daran, wir haben hier eine Puffergröße von knapp 100 Bildern und wenn die überschritten sind, dann muss die Kamera zwischendurch immer speichern und das kostet natürlich Zeit. Da bin ich dann im Schnitt bei 7,7 Bilder pro Sekunde angelangt. Das ist natürlich deutlich weniger als die 23,15 Bilder pro Sekunde. Aber ich bin mit der Schärfe noch nicht so ganz glücklich. Wie gesagt, ich bin bei ISO 80.000 angelangt, bei einer 640. Und da habe ich dann die Bilder nochmal wiederholt mit einer 60. Sekunde. Da habe ich dann ISO 6400 durchgeführt. Und das will ich hier nochmal zeigen, wie die Qualität dann hier ausfällt. Ja, was sage ich zu diesem Objektiv? Es ist ein Kracher, muss ich sagen. Es wiegt auch richtig viel, knapp 1,5 Kilo, wie ein Vollformat von Canon, das 300 F4 LIS USM im Vollformat wiegt auch 1,5 Kilo und das wiegt hier auch knapp 1,5 Kilo. Also da ist Olympus im Prinzip kein Kompromiss eingegangen und hat ein richtig schweres Objektiv für Micro Four Thirds hingelegt, aber wir kommen hier auf Kleinbild umgerechnet vom Bildwinkel auf 600 mm mit F4. Und es ist von der Qualität auch das allerfeinste Metall, in Metall gefasst, in einer Top-Qualität, in allen Bereichen kann ich sagen. Aber es ist eben auch im Nahbereich, wenn man die richtigen Belichtungszeiten wählt, richtig gut, wie ich finde. Auch mit dem Mikroskopobjektiv mit der 60. Sekunde kriege ich auch richtig knackscharfe Aufnahmen hin. Aber man muss natürlich aufpassen, dass man die Belichtungszeit nicht zu kurz wählt oder entsprechend Kunstlicht einsetzt, damit man also auch eine tolle Bildschärfe herauskitzeln kann. Dieses Objektiv, dieses Planex Vierfach, das kriegen Sie als sogenanntes Snapset mit allen Adaptern und mit dem Snap-Mechanismus auch bei uns im Traumfliegershop und natürlich die Raynox-Nahlinsen haben wir natürlich auch im Traumfliegershop. Ja, ich finde es etwas schwer, muss ich sagen. Ich kann es einhändig natürlich halten, aber allzu lange möchte ich mir das vielleicht auch nicht antun. Und es ist natürlich auch vom Preis her 2.600 €, das ist natürlich echt eine Stange Geld. Da muss man natürlich gucken, ob es das einem wert ist. Ich finde es auf jeden Fall, es ist ein echtes Schmuckstück und es bringt eine richtig tolle Leistung, auch im Normalbetrieb natürlich, aber auch im Nahbereich ist es wirklich ein hervorragendes Objektiv. Da möchte ich noch auf unsere neue Traumflieger Makrowelt hinweisen. Die ist brandneu herausgekommen, auch als PDF, also als E-Book verfügbar, bereits im Traumflieger-Shop bereits gelistet. Ein etwas dickerer Umschlag, dickere Seiten, also in der gewohnten Qualität. Die letzte Ausgabe war ja etwas dünner, aber hier haben wir wieder die dickere Qualität. Es geht um das Umfeld gestalten.
Ja, das ist natürlich ein Megathema, was ich ausführlich beschreibe, auch mit verschiedenen Techniken. Also ich bin auch draußen vor Ort mit Auflageplattform, mit iPad, und so weiter, um den Hintergrund zu gestalten, um das Umfeld zu gestalten, bei Pilzen vorgegangen, aber auch bei Insektenmotiven. Und ja, Sie können den Himmel auch nachträglich noch verändern. Da gibt es also eine relativ neue Photoshop-Funktion, die ich hier auch ausführlich vorstelle. Und wir haben hier natürlich drei Kameratests. Einmal die EOS R3, der Vollformat-Bolide, natürlich im Makrobereich ausführlich getestet. Wie gut ist die Fokus-Bracketing-Geschwindigkeit? Wie ist der Rolling-Shutter? Die kommt ja auf nominell 30 Bilder pro Sekunde, aber wie schnell ist die dann im Makrobereich, im Nahbereich, im Fokus-Bracketing? Auch die Olympus OM1, die ich gerade hier hatte, ist hier ausführlich im Test drin. Und die Lumix GH6, die mich jetzt gerade filmt, die hat eine Besonderheit, die kann man nämlich beim Fokusübergang im Videobereich auch richtig schnell betreiben mit 30 Bilder pro Sekunde bei voller Bildqualität oder mit etwas Einschränkung bei 60 Bilder pro Sekunde. Wie das funktioniert, das wird hier ausführlich beschrieben. Dann haben wir auch ein RF100 2,8 Makro, ein neues, brandneues Makro, ausführlich hier im Test. Ein Making-of eines Pilzmotivs und ja, eine ganze Reihe von weiteren Elementen sind hier drin in der Traumpfleger-Makrowelt-Ausgabe Nummer 14. Dann haben wir hier das Fokus-Stacking-Buch Makrofotografie für Profis und Einsteiger. Fokus-Stacking, ja, das ist natürlich ein Megathema und hier haben wir das Standardwerk mit vielen Bildbeispielen, großformatige Bildbeispiele. Aber wir haben hier auch Kameratest drin, wir haben Objektivtest, Makrotest drin, wir haben Nahlinsen drin, wir haben Mikroskopobjektive drin, wir haben Makroschlitten, elektrifizierte Makroschlitten, wir messen verschiedene Stacker-Software, stellen wir vor und messen auch die Zeiten, wie man auch die Stacker-Software optimieren kann vom Bildprozessor her. Ja, wie man mit Mikroskopobjektiven und Mikroskopen vorgehen kann. FAQs sind drin und verschiedene Stacker-Techniken. Also das Stackerbuch Fokus Stacking Makrofotografie für Profis und Einsteiger. 300 satte Seiten in der fetten Auflage bei uns im Traumflieger-Shop erhältlich. Und last but not least, Pilze finden und fotografieren, Pilze als Kunstwerk. Ja, das Buch zum Genießen und um sich Anregungen zu holen für die Pilzfotografie, großformatige Bildbeispiele, aber auch die Technik des Stackens. Die Bildwinkel werden vorgestellt, ja, die Perspektive, wie man mit Licht arbeitet und sehr viele verschiedene Pilzarten, wo man sie findet, wie man sie findet und wie man sie belichten kann, ist hier alles drin. Mit Hardcover das Buch für die Pilzfotografie, Pilze als Kunstwerk finden und fotografieren. Ja, also das 300 F4,0 M2Co. Ja, ich finde, es ist klasse, es ist ein echtes Schmuckstück, es ist eben auch entsprechend teuer, 2600 Euro. Das ist natürlich eine Preismarke. Es wiegt auch richtig viel. Ich finde eigentlich fast ein bisschen zu viel, aber die Leistung ist natürlich auch hervorragend. Es ist egal, ob man jetzt Naturfotografie aufnimmt und entfernte Motive richtig schön dicht heranholen möchte oder ob man auch im Nahbereich hier mit Vorsatzlinsen operieren möchte. Es ist ein Alleskönner mit einer hervorragenden Abbildungsleistung. So viel im Moment zum M-Zuiko 300 F4. Machen Sie es gut, macht's gut und bis zum nächsten Mal.